Entschuldigung, bin ich hier richtig beim Speed Dating? Sie müssen Herr Stroh sein. Sollten Sie je wieder zu spät kommen, steche ich ein Loch in Ihr nächstes Kondom und fülle das übernächste mit Tabasco. Falls Ihr Schnappschatz überhaupt so weit kommt, ein Gummi zu brauchen. Hinsetzen, zuhören, verlieben. Mitstreiter und deswegen appelliere ich an euch und deswegen ist auch Mitmachtext. Und ich möchte eigentlich von euch nur, dass wenn ich ein Handzeichen gebe, dass ihr voller Freude einfach mal geil ruft, weil es so schön ist. Vielleicht können wir es einmal üben. Geil! Wunderbar! Jede junge Blutwurst, jeden alten Knacker, jede grobe Fettige, jeden Fleischwurstfacker. Brie! Geil! Brie! Geil! Und wenn sich noch einer fragt, was soll der Käse jetzt? Je vielfältiger und abwechslungsreicher so ein Abendbrot ist, desto besser ist es doch. Man muss sich doch nicht an allem bedienen, aber Vielfalt bedeutet in erster Linie nichts anderes als Reichtum. Und Käsefaschismus ist wirklich das allerletzte, was die Welt noch braucht. Dann sei hier kurz erwähnt, das gleiche gilt für Pegida auch. Denn letztlich ist es völlig egal, ob du Deutscher, Österreicher, Wiener, Frankfurter, Nürnberger, Lioner, Limburger, Emmentaler, Syrer, Fleischesser, Vegetarier, Veganer, Japaner oder Chinese bist. Der Text hat nur eine Botschaft, nämlich dass Faschismus immer Käse ist. Dankeschön. Ich habe fantastische Neuigkeiten für euch. Es hat tatsächlich draußen angefangen zu regnen. Wir haben alles richtig gemacht heute. Nach 4 Stunden Fahrt bei 32 Knoten in Richtung Nord-Nord, was auch immer, hatten wir dieses internationale Gewässer erreicht, von dem immer alle reden. Der Pastor begann mit der Prozedur und sagte, was ein Pastor eben so sagt. Dann sagte er mit sein Ja-Wort und steckte seinen Ehekäse einen Ring in den butterschmelzigen Körper. Sie küssten sich und der Kapitän legte die romantische CD mit Gabba-Musik auf, die es gibt, nämlich Thunderdome 17, mit der Gabba-Version von Elton John's Can You Feel the Love Tonight. Saß da so ein Junge auf so einem Bobbycar. So eine halbe Stunde saß der einfach regungslos auf diesem Bobbycar und es hat sogar geregnet und er hat nichts gemacht, hat sich nicht von der Stelle bewegt. Und dann bin ich irgendwann so zu ihm gegangen und hab gesagt, was machst du denn da? Und dann sagte er so nur, ja, ich spiele Stau. Und meinte ich, glaube ich, noch so, Unfall? Nee, Berufsverkehr. Oh mein Gott, eine unglaublich rührende Szene, die sich hier ergibt. Die Teilnehmer sind sich alle einschließlich, also insgesamt alle sind sich einig, dass nicht Daniel gewonnen hat, sondern Applaus für den zweitplatzierten Daniel. Und wir gratulieren Philipp Stroh.